Und der Grund, warum ich die gekauft habe, werde ich euch gleich verraten. Ich werde es kurz auspacken. Das ist einfach verrückt. Wirklich, es hat halt zero sense gemacht. Das war ein hundertprozentiger emotionaler Impulskauf. Herzlich willkommen zu einem brandneuen Video. Wir sind hier gerade mit dem iPad und einer Louis Vuitton-Tüte. Warum mit dem iPad? Freunde, die 5 Ps. Proper Preparation Prevents Poor Performance. Der liebe Max, der hinter der Kamera sitzt, hat seine Technik vorher nicht gecheckt. Und dementsprechend müssen wir jetzt gerade ein bisschen improvisieren, was den Sound angeht. Ich habe was komplett Verrücktes gemacht. Ich bin mit einem guten Freund von mir nach Mailand im Januar gefahren, weil er sich neu einkleiden wollte. Ich wollte ihn einfach nur begleiten. Ich hatte keine Lust, irgendwas einzukaufen. Am Ende habe ich genauso viel oder sogar ein bisschen mehr Geld ausgegeben als er. Und das am letzten Tag, wo ich total ausgerastet bin. Wir sind am letzten Tag in den Louis Vuitton-Laden reingelaufen. Und die, die mich persönlich kennen, wissen, ich liebe Schuhe über alles. Ich bin jetzt kein absolut krasser Sneakerhead, aber ich liebe einfach schöne Schuhe. Und da war ein paar Schuhe, was ich euch gleich zeigen werde. Die letzte Kollektion von Virgil Abloh, ja, also auch dem, denke ich mal, dem Gründer und Designer auch von Off-White. Und das ist ein paar Schuhe, was jeder Flagship-Store nur 2 bis 3 Mal in jeder Größe gekriegt hat. So wurde mir das nachher gesagt. Also in entsprechenden Größen, nicht in vielen Größen. Der hat mir auch gezeigt, in komplett Italien war das letzte Paar Schuhe. Ich habe die nur noch ein einziges Mal in Paris gesehen und nur noch ein einziges Mal in Dubai. Die haben insgesamt 4.200 Euro gekostet und der Grund, warum ich die gekauft habe, werde ich euch gleich verraten. Ich werde es kurz auspacken. So. Das ist einfach verrückt. Wirklich, es hat halt zero sense gemacht. Das war ein hundertprozentiger emotionaler Impulskauf, dieses Paar Schuhe hier zu kaufen. Und hier seht ihr das gute Schmuckstück. Also die sind einmal komplett mit Glitzersteinen hier verziert, schön mit dem Louis Vuitton Logo hier. Mega nices Design. Und ich werde euch kurz verraten, warum ich die gekauft habe. Ja, also das zweite Paar haben wir ebenfalls hier drin, die werden wir nachher noch fotografieren. Wir sind reingegangen und ich habe da richtig coole Schuhe gesehen, die wollte ich aber alle nicht haben. Und dann habe ich dieses Paar gesehen, habe es angezogen und ich fand es richtig cool, weil es einfach auffällig war. Es war was anderes, es war etwas, was ich noch gar nicht habe. Ich habe Yeezys zu Hause, ich habe Y-Freeze zu Hause, ich habe Raf Simons zu Hause, verschiedene Slipper von Gucci, Louis Vuitton, weiß ich was. Aber solche Sneaker hatte ich noch nicht. Und dann frage ich den nach dem Preis und er sagt so 4.200 Euro. Und ich dachte so, also das teuerste, also das meiste Geld, was ich für Schuhe ausgegeben habe, waren 700 Euro davor. Und das waren für Versace Boots, mehr nicht. Dann sind die anderen irgendwas zwischen 200 bis 500 Euro. Und ich habe gesagt, weißt du was, ich kaufe die einfach. Ist egal, ich kaufe die, weil ich habe Bock, die zu tragen. Ich habe die faktisch gesehen noch kein einziges Mal getragen. Ich habe die gerade zum ersten Mal seit Januar wieder ausgepackt. Weil ich die einfach so cool finde und ich weiß, wozu ich sie tragen soll. Aber ich habe gesagt, ich nehme die mit, weil ich habe Bock, sie zu tragen. Aber vor allem möchte ich mal ein Sneaker-Investment machen. Denn ich habe zwei Freunde, das ist der Alex Dufner und der Markus Meyerhofer. Und wir vermarkten deren One-Up-Sneaker-Coaching. Und das ist ein Coaching, in dem es sich darum dreht, Sneaker zu resellen. Also Sneaker günstig einzukaufen und teuer zu verkaufen. In dem Moment, als ich gesagt, schon die Entscheidung getroffen habe, die zu kaufen, sagt mein Kollege, mit dem ich dort war, ey, genau das gleiche Paar, nur in komplett schwarz. Also kam letzte Woche raus und wurde letzte Woche auf StockX schon für 10.000 Euro verkauft und ich war so, okay, krass, gut, dann könnte ich die auch resellen. Habe ein bisschen weiter geguckt und gesehen, da sind teilweise Kollektionen von Kanye oder sonst wem mit Louis Vuitton, also Schuhe, die wie gesagt zwischen 1.000 bis 5.000 Euro gekostet haben bei Louis Vuitton, gingen 1, 2, 3 Jahre später für das 3, 4, 5-fache weg. Und ich habe gedacht, also entweder trage ich die und wenn sie sich nicht verkaufen lassen und wenn sie sich verkaufen lassen, dann mache ich mit Sneakern einfach das Doppelte, Dreifache, Vierfache nachher. Und habe gedacht, ich habe einmal mal Lust auf so eine Mode-Wertanlage. Mehr war es eigentlich nicht. Extrem geile Schuhe. Ich feiere die total. Kein einziges Mal getragen bisher. Ich werde die jetzt demnächst auf StockX stellen und werde euch daran ein bisschen teilhaben lassen, was da passiert. Kriege ich die verkauft? Kriege ich sie nicht verkauft? Was kriege ich für Angebote? Ich mache das zum ersten Mal und das ist etwas, was ich auch jedem mal empfehlen kann. Einfach mal was Neues zu machen und auszuprobieren. Denn man sagt immer wieder, find deine Leidenschaft und schau, was dir Spaß macht. Mach das zu deiner Berufung.
Und ich habe einfach gemerkt, ich liebe Schuhe, ich habe ultra Bock auf die. Und einen Haufen Leute kenne ich, die wirklich gutes Geld damit verdienen, Sneaker zu resellen. Es wäre für mich ein zu krasser Hustle. Die waren aber noch da. Ich habe die mitgenommen und habe gedacht, why not? High-Ticket-Sneaker-Reselling, lass es mal probieren. Im schlimmsten Fall trage ich die, was nicht mal der schlimmste Fall ist, sondern ein richtig geiler Fall. Und deshalb, ich werde euch mitnehmen auf die Reise, wenn ich die auf StockX stelle, schauen, was da passiert, was da nicht passiert. Ich wollte dir einfach mal zeigen, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die findet. Zu was für einem Anlass man die tragen würde auch. Und ansonsten, das war's mit dem Video. Mal was ganz anderes, mal was Verrücktes, mal was Privates. 4.200 Euro für Sneaker. Freunde, passt auf euch auf. Ciao. Thank you.